Ich bin dann von verschiedenen Polizisten abgeführt worden, da ins Globus-Provisorium. Oben im Haupteingang. Dort bin ich dann wieder empfangen worden. Hat mich einer gehabt und haben dann auch wieder verschiedene Polizisten auf mich hineingedrescht. Nach einer Weile hat man dann auch gesagt, es ging da durch ab, eine Stege durch ab, rechts. Über die Stege kann ich mich erinnern, da sind die Schläuche draufgekommen, die es gebraucht haben, um draussen die Leute abzuspritzen damit. Und als ich dann unten angekommen bin, hat es neben der Türöffnung so einen Sandhaufen gehabt. Da bin ich dann irgendwie in dem Sandhaufen gelandet. Und nebendurch schon Polizeiautos, die sich damit beschäftigt haben, die Leute dort einzuladen, um sie in die Hauptwache überzuführen. Dann sind eigentlich vorne Seite von uns losgekommen. Dann haben wir zusammengeknüppelt und alle Meter ist einer gestanden. Und dann hat man wieder eins zingiert. Es ist so wie Spiessrute laufen sie bis runter. Und wir haben aber auch rundherum gesehen, wie es noch andere Leute dann auch dort misshandelt haben. Ich mag mich noch sehr gut besinnigen Typ zu kennen. Mich hat er nicht gekannt, der lange Haare hatte. Das ist damals immer noch für sehr viele Polizisten ein rotes Tuch gewesen. Die haben dann mit einem Sackmesser so die Haare abgehauen oder so. Und der hat dann da geschrien. Was ich heute noch nicht begreife, ist, dass ich hier rein zusammengeschlagen werde und dann kommt der Hubatka, ein höherer Polizeioffizier. Ich rede mit ihm, ich sage ihm, warum er da nicht eingreift, er hat irgendeine faule Ausrede. Und am anderen Tag sagt er, er hätte von nichts gewusst. Das ist etwas, was ich eigentlich heute noch nicht begreife und dort mir auch wie eine Lehre war. Ich habe dort eine gewisse Naivität verloren, nämlich, dass man einfach schamlos lügt aus politischen Gründen. Dass wir Telefon bekommen haben. Die Fleischerhöcker hängen parat, um alle von uns aufhängen an der Brücke der Limmat. Solche Telefon und andere, oder? Anonyme, mit grauenvollen Schlötterlingen, mit Drohungen, Morddrohungen. Und ich meine, wir sind völlig normale Familien gewesen. Wir haben alle gearbeitet, wir haben alle studiert, wir hatten kleine Kinder gehabt. Es war auch so lächerlich, weil es ist ja eigentlich um ein Jugendhaus gegangen, oder? Ja. Und wenn, ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, mein erstes Zürichfest, das ich erlebt habe, war etwa 1953. Da haben wir schon gesammelt für ein Jugendhaus, ja, oder? Ja, das ist immer im Gespräch. Und bis 1968 hat es das nicht gegeben. Geld ist gesammelt worden wie Anton, oder? Und das Globus-Provisorium ist leer gestanden. Es war versprochen gewesen. Es wird dann abgebrochen, irgendwann. Freie Limmat, oder? Gehen schauen, es steht heute noch. Es ist Kotzwüst, oder? Aber damals ist es ja leer gestanden. Und dass dann das so eine Aggression auslöst bei der Polizei, dass sie so erleben, so nahe. Die Stimmung war sehr angeheizt. Als Journalist für den Tagesanzeiger habe ich die ganze Krawall miterlebt und darüber geschrieben. Und ausgerechnet am Mittwoch darauf, am 3. Juli, ist dann das Geschäft Untersuchungskommission Mai 19 auf der Traktandenliste gewesen. Ich habe zusammen mit dem Büro dann für das eine dreifache Sitzung anberaumt, die ich persönlich als Ratspräsident da geführt habe. Aber dort ist natürlich nicht über Mai 19 geredet worden, sondern über die Jugendunruhe. Durch die ganze aufgeheizte Stimmung und auch die gereizte Atmosphäre im Rat im Zusammenhang mit der Jugendunruhe ist der Bericht über Mai 19, der Untersuchungsbericht, eigentlich stark untergegangen. Es hat eigentlich keine weiteren Folgen gehabt. Er ist ad acta gelegt worden. Dabei hat der Bericht gezeigt, dass der Mai 19 im grossen Ganzen in dem, was er vorgebracht hat, recht gehabt. Aber die Gemeinderäte haben einfach gesagt, das sind Einzelfälle. Wenn ein einziger Polizeibeamter wie der Mai 19 so viele Fälle vorweisen kann, und es gibt ja 1000 Polizeibeamte, hat es damals in der Stadt Zürich, dann kann man daraus ableiten, das ist eigentlich wie eine Stichprobe. Da steht viel mehr dahinter. Man hätte das viel ernster müssen nehmen. Ich bin daher mit grösster Hoffnung und habe dann auch mich kurz umgesehen. Es war alles besetzt gewesen.
Und es ist noch längere Zeit gegangen, bis das Traktandum zur Abstimmung kam. Enttäuscht bin ich gsi, weil ein Drittel der Parlamentarier hat sich schon in die Tageszeitung vertieft hat. Ich habe den Verlauf der Versammlung nicht mehr abgewartet. Ich bin total erschlagen ins Limoges raus und konnte das nicht begreifen, dass ich widerstehen geworden bin mit nichts. Die Presse war voll von Berichten gegen den Kurt Meier. Und dann habe ich mit ihm sympathisiert und mit ihm Kontakt aufgenommen. Und da hat mir der Herr Meier von seinen Verdacht in Sachen Zahltagsdiebstahl erzählt. Und ich hatte zuerst recht viel Mühe, es zu glauben. Zuerst habe ich gefunden, ja, aber das ist doch nicht möglich, dass der Hubatka als Chef der Kriminalpolizei das Geld gestohlen hat, die 88.000 Franken gestohlen hat. Das hat mir zuerst nicht in den Kopf. Und ich habe mich gefragt, ist der Herr Meier ist er eventuell verrückt? Aber nachher hat er mir den Detail gegeben und ich habe gefunden, ja, es ist doch eine ernsthafte Sache. Und den habe ich mit